So, hi und hallo mal wieder. Da meine Lego-Sammelmappe noch nicht voll ist, von Lego Nexoknix Serie 1, weil die sind blau, habe ich hier mal 10 Booster mir besorgt, um die jetzt ruckzuck ganz schnell voll zu kriegen, um damit Serie 2 anzufangen. Also bin ich mal gespannt, was ich jetzt in diese 10 Booster für Karten finde und hoffentlich die Karten, die mir noch fehlen. Das ist ja viel wichtiger. Also öffnen wir jetzt mal die ersten Booster-Tütchen oder das erste. Oh, das sieht doch schon mal wieder falsche Seite, aber nicht so schlimm. Und wie gesagt, hier zählt natürlich auch alles, wie ihr sie findet, was ihr davon haltet, ob ihr sie selber sammelt, das ist immer das Wichtigste. Und ich hoffe jetzt wirklich, dass ich mir nicht noch so viele Booster davon holen muss, dass meine Sammelmappe jetzt endlich vollständig wird. Habe ich, glaube ich, schon. Aber nichtsdestotrotz kann ich mich jetzt erstmal nicht beschweren. Und ihr wisst ja, weiß ich jetzt gar nicht, ob Serie 2 jetzt draußen ist oder jetzt in 2 Tagen erscheinen. Deswegen versuche ich ja jetzt so schnell wie möglich meine Sammelmappe voll zu kriegen. Und ihr wisst ja, hier auf Pause drücken und dann könnt ihr das einscannen, wenn ihr das Spiel besitzt. Immer dieses Emblem. Aber das brauche ich ja keinem mehr zu erklären. Der das Spiel besitzt, der weiß es ja. Und wer jetzt erst damit gerne anfangen möchte, mit Lego Nexonite oder Nexoflix. Ich versuche immer unter dem Video zu verlinken, wo ihr sie sicher und bequem auf jeden Fall bestellen könnt. Günstiger könnte sein, weil er jetzt Serie 2 rauskommt oder schon draußen ist. Also müsst ihr immer wieder mal reinschauen, ob das für euch passt. Aber ansonsten wisst ihr ja, wünsche ich euch viel Erfolg, dass ihr eure Sammelmappe auch vollständig habt oder kriegt. Das könnt ihr auf jeden Fall posten, wie vollständig eure Sammelmappe ist. Ob ihr vielleicht schon alle habt. Ganz egal was, das interessiert mich wirklich und alles posten. Vor allen Dingen, wie ihr die Lego-Sammelkarten findet, weil sind ja nicht was für jedermann. Die einen haben wir lieber Fußball, die anderen Star Wars, die anderen Violetta. Und ihr wisst ja, wenn ich was angefangen habe, habe ich alles. Oh, ein paar schöne Motive sind dabei, muss ich ja echt sagen. Aber das Wichtigste ist ja gleich, sofort nachzuschauen, ob ich meine Sammelmappe vollständig habe, dass ich mich wieder ein paar andere Mappen voll machen kann. Oh, die ist aber jetzt doppelt. Weil es geht ja doch schon ins Geld, muss ich echt sagen. Aber ich bin nun mal so bekloppt und möchte nun meine Sammelmappen voll kriegen, wenn ich was angefangen habe. Deswegen gönne ich mir ja immer verschiedene Booster. Der sieht ja richtig lustig aus. Ja, 10 Booster. Das überschreitet doch immer meine Lieblingsvideozeit. Ich möchte euch ja so viel wie möglich zeigen in der kürzesten Zeit. Die sieht ja wohl richtig gut aus. Die habe ich auch noch nicht. So, und hier ist es nun leider.
das 10. und letzte Booster der Lego Nexo Knife Serie für heute, wenn ihr es wollt. Allerdings hoffe ich natürlich, dass ich jetzt meine Sammelmappe vollständig kriege. Mir fehlen wirklich nur noch ein paar Karten, aber wenn ich sie nun mal nicht dabei habe, werde ich noch ein paar Booster-Tütchen vor die Kamera öffnen. Und wie gesagt, wo ihr sie sicher und bequem bestellen könnt, werde ich immer unter dem Video versuchen zu verlinken. Ansonsten postet ihr mir natürlich, wie ihr sie findet, was ihr davon haltet, ob ihr eure Sammelmappe vollständig habt und. Wenn nicht für mich, dann bin ich es für die anderen Zuschauer. So, und das waren sie jetzt nun. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Motive zeigen, die ihr vielleicht noch nicht habt oder noch nicht kanntet, und sage deshalb, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.